Liebe Tirolerinnen und Tiroler, heute hat unser Nachbarland Deutschland eine Reisewarnung für Tirol ausgesprochen und damit auf die Infektionszahlen in unserem Land reagiert. Diese Entscheidung ist ein schwerer Schlag für unseren Wirtschaftsstandort und somit für den ganzen Arbeitsmarkt. Deshalb müssen wir alles daran setzen, dass die Wintersaison in Tirol stattfinden kann. Es muss uns allen bewusst sein, dass ohne Tourismus der Wirtschaftsstandort Tirol massiv gefährdet ist. Das trifft nicht nur jene Orte und Täler, die maßgeblich vom Tourismus leben, sondern das gesamte Land Tirol. Die Kellnerin und der Koch, die in einem Hotel oder Restaurant arbeiten, genauso wie den Tischler und die Softwareentwicklerin, die Aufträge für den Tourismus abwickeln. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass in Tirol jeder dritte Euro im Tourismus erwirtschaftet wird und nicht weniger als 64.000 Menschen direkt im Wintertourismus beschäftigt sind. Jeder vierte Arbeitsplatz hängt bei uns direkt oder indirekt von der Tourismus- und Freizeitwirtschaft ab. Wenn der Tourismus in unserem Land ins Wanken gerät, ist letztlich die Existenz vieler Tirolerinnen und Tiroler in Gefahr. Ich gebe zu, dass mir diese drohende Entwicklung große Sorgen bereitet. Es darf nicht passieren, dass aus dieser Gesundheitskrise eine bleibende Wirtschaftskrise wird, die sich nachhaltig auf die Existenz vieler Tirolerinnen und Tiroler auswirkt. Das müssen wir mit aller Kraft verhindern und dafür braucht es jetzt die Mithilfe jeder und jedes Einzelnen. Unser Ziel muss es sein, die Infektionszahlen so schnell es geht wieder nach unten zu bringen. Erinnern wir uns zurück an den März und April des heutigen Jahres. Auch damals waren die Infektionszahlen hoch und wegen der Beendigung der Wintersaison und des darauf folgenden Lockdowns waren auf einen Schlag 140.000 Tirolerinnen und Tiroler ohne Job oder in Kurzarbeit. In einem gemeinsamen Kraftakt ist es uns in den letzten Monaten gelungen, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Wir haben uns auch wirtschaftlich erholt. Heute, ein gutes Halbjahr später, weist Tirol die niedrigste Arbeitslosenquote aller Bundesländer auf. Daran zeigt sich, was gemeinsam möglich ist. Nun gilt es aber wieder zusammenzustehen. Die aktuellen Infektionszahlen sind eindeutig zu hoch. Noch haben wir Zeit, um diese Zahlen in den Griff zu bekommen. Warum soll uns das, was uns bereits im Frühjahr gelungen ist, nicht erneut gelingen? Dass das nicht leicht war und uns allen viel abverlangt hat, ist mir bewusst. Aber am Ende waren wir erfolgreich und das zählt. Wir alle hätten uns einen Herbst gewünscht, wie wir ihn gewohnt sind, mit Festen, Kultur- und Brauchtumsveranstaltungen. Das lässt die aktuelle Lage aber leider nicht zu. Vielmehr hat uns die aktuelle Reisewarnung vor Augen geführt, wie wichtig es ist, die Infektionszahlen zu senken. Wir haben bereits gemeinsam mit Salzburg und Vorarlberg eine Vorverlegung der Sperrstunde von 1 Uhr nachts auf 22 Uhr für die kommenden 3 Wochen beschlossen, weil es gerade in der Nachtgastronomie vermehrt zu Clustern gekommen ist. Diese stellen einen großen Anteil an den aktuellen Infektionszahlen dar. Ich verstehe, dass diese harte Maßnahme nicht nur auf Zustimmung stößt. Tatsache ist aber, dass die derzeitige Situation diesen Schritt erfordert. Die Entwicklung in den nächsten Wochen ist entscheidend, wie die Tiroler Wirtschaft und der Arbeitsmarkt durch diese Krise kommen. Daher appelliere ich an Sie, liebe Tirolerinnen und Tiroler. Es geht um viele tausende Arbeitsplätze in unserem Land. Und schlussendlich geht es auch darum, wie die nächsten Generationen in unserem Land leben können. Dafür braucht es jetzt Solidarität und Zusammenhalt, damit wir Tirol zurück auf einen erfolgreichen Kurs bringen.